Dreieckstuch Sabalätzchen. Beim Zuschneiden darauf achten, dass das Muster nachher hübsch ist, nachdem man das Teil zugeschnitten hat. Dementsprechend falte ich einmal längs und einmal quer. Habe ich nachher ein schön gerades Muster und zack, haben wir ein Dreieck. Das kann ich nicht mehr gebrauchen. So, auseinanderklappen und die Ecken abschneiden, damit wir nachher saubere gerade Kanten haben. Jetzt nehmen wir das zu. Wir lassen eine kleine Öffnung zum Wenden. Die Enden habe ich verknotet hier in diesem Video, weil ich mit der Overlock genäht habe. Kann man auch vernähen, je nachdem, was euch schneller von der Hand geht. Zacki, zacki, zack. Und jetzt wenden wir den ganzen Kram. Und dann mache ich gleich nochmal Drückknöpfe drauf. Druckknöpfe gibt es relativ günstig. Ich habe 10 Euro bezahlt, inklusive Zange. Kriegt ihr überall. Auf der linken Seite nehme ich die Nahtzugabe, wo ich den Druckknopf drauf drücke. Und auf der rechten Seite stecke ich mir durch die Wendeöffnung noch ein kleines Stückchen Stoff rein, damit der Knopf beim Öffnen nicht rausreißt. Ich mache auf der rechten Seite 2 Knöpfe rein, damit ich die Größe variieren kann. Und die Wendeöffnung verschließe ich mit der Hand. Fertig. Wunderschön.